Hallo, ihr lieben Jungfrauen, wir schauen in euer Sternzeichen-Update für das Kollektiv der Jungfrauen und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Ich weiß nicht, bei vielen Legungen, die ich jetzt gemacht habe, sind immer die Hoffnungen, Träume und Wünsche gar zu sehr im Vordergrund. Auch bei euch haben wir das 11. Haus, das dafür steht, und wir haben die Qualität des abnehmenden Mondes. Da gibt man etwas ab, da kriegt etwas eine neue Kraftentfaltung. Und da haben wir hier die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann dabei und das Element Luft, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Also, wir gucken, was eure Botschaft ist. Denkt immer dran, das ist eine kollektive Legung. Das kann also nicht für alle treffend sein. Ich versuche euch mehrere Szenarien zu sagen und hier zeigt sich als Ausgangspunkt eine Situation. Da kann sein, dass du irgendwie einen Rückzug beendest. Es kann sein, dass du eine trennende Situation überwindest. Es kann auch sein, dass sich etwas gezeigt hat, was sich bei Ämtern oder Behörden lange hingezogen hat und hier jetzt ein Ende kommt. Oder aber du bist selbstständig und hast hier einige Umbruchsphasen drin. Irgendwo gibt es wohl einen Konflikt bei dir in deinem Kopf. Es kann hier mit trennenden Situationen einhergehen oder mit dem Gefühl, dass vieles an dir klebt und du alles alleine machen musst. Deshalb kommt hier auch Kraftentfaltung durch Abgeben. Ja, und auf der unterbewussten Ebene haben wir für dich das Herz. Hier mögen sich Situationen zeigen im partnerschaftlichen Bereich, wo man vielleicht so, ich sage jetzt mal, trennende Elemente hat, Trennungen, die man jetzt verdaut oder aber auch, wo man sich der Liebe wieder neu öffnet. Deine Herzensangelegenheiten, was ja auch Hoffnungen, Träume und Wünsche sind, sprechen aus der unterbewussten Ebene mit dir. Und es geht ja auch um Wege aus der Vergangenheit. Es kann sein, dass du hier in der Vergangenheit eine Chance genutzt hast, eine Option getroffen hast oder vor die Wahl gestellt wurdest, dass etwas entschieden werden musste und dass das jetzt hier so noch Ausläufer davon sind. Vielleicht auch eine Sache, wo du nochmal was revidierst oder wo du jetzt sagst, ein Weg aus der Vergangenheit braucht nochmal eine Kurskorrektur. Es geht jedenfalls auch bei dir darum, dass sich dein Umfeld ein bisschen aufklärt, dass es ruhiger wird, dass du nicht gestresst oder voller Konflikt dich zurückziehst, sondern dich auch öffnest für Dinge, die dir gut tun. Lass dich hier nicht vom Geschwätz der anderen verunsichern auf deinem Weg. Ich sehe hier auch so ein bisschen finanzielle Themen. Wie gesagt, selbstständiger Bereich, Ämter, Behörden, Sachen, die mit Trennungen zu tun haben, können sich hier zeigen und deine Seele spricht ja mit dir auch. Ich habe das Gefühl, dass du vielleicht auch etwas länger im Nebel standest und nicht wusstest, was, wie, wo, wo fange ich an, wo gehe ich hin, wo bin ich in der Warteschlaufe, weil mit dem Sarg zeigen sich auch immer stagnierende Prozesse an. Aber falls du dir hier irgendwie Sorgen um die Finanzen machst, da kann ich dich beruhigen. Hier wird sich eine Energie ganz gut für dich gestalten. Du hast hier auch das Prinzip Hoffnung, das dich länger getragen hat und das sich jetzt auch für dich auszahlt. Ich sehe hier auch, dass du dich, ich sag mal, dass dein Seelenglück dir wieder näher kommt. Stell dich ein bisschen mehr auf Empfangen ein und es kommt auch sehr viel auf dich selbst an, ne? Wie du mit den Dingen umgehst. Lass Konflikte ein bisschen hinter dir. Hier unten hast du die Blumen und den Baum. Das ist wunderbar, denn hier drauf kannst du dir auf einem schönen Fundament
mit einem Geschenk, das dir das Leben bietet, oder einer wunderbaren Möglichkeit, deinen Grund auch noch viel besser gestalten, deinen Untergrund. Wachstum sieht man hier wieder, langfristige Prozesse auch. Eine neue aufblühende Energie für dich. Du kommst wieder mehr in die Balance. Etwas gleicht sich für dich aus. Und es ist auch so, dass du in der Zukunft davon noch was hast, ne? Nämlich einen Erfolg. Genial, ihr Lieben. So. Eine wunderbare Zeit für euch, Dinge vorherzusehen, wahrzunehmen. Hört auf euer Bauchgefühl. Wir haben Skorpionenergie ein bisschen mit dran. Und wir haben auch hier noch bei euch das Thema Kommunikation, das wichtig für euch wird. Austausch. Element Feuer und Element Erde sind hier auch sehr stark am Wirken. Es kann ja auch sein, dass dich Kommunikation mehr erdet oder ja, dir mehr das Gefühl der Verwurzelung mehr bringt. Also halte da nicht hinterm Berg. So, da ist es, dein Krafttier. Du hast hier den Elefant, liebe Jungfrau. Der räumt dir hier mit seiner Größe und mit seinem ganzen Stolz ganzes Dickicht aus dem Weg und bahnt dir einen Weg frei. Also es geht schlicht und ergreifend darum, dass Hindernisse dir aus dem Weg geräumt werden, dass dein Weg freier wird. Hier liegt Unterstützung, Getragensein und auch Kraft. Ein bisschen Glück kündigt sich an. Ja, Fruchtbarkeit, gutes Gelingen in deinen Angelegenheiten. Hier hast du einerseits die robuste Natur, die du brauchst, um dich durch die Sachen zu boxen. Andererseits die Sensibilität, die du brauchst für deine Umwelt, für ein friedliches, soziales Verhalten oder auch Umgang, inneren Frieden mit deinen, die dich umgeben. Versuch dich hier auch nicht zu vergleichen irgendwie, sondern baue auf das, was dich ausmacht. Du darfst hier noch viel mehr deine Einzigartigkeit erkennen, deine Qualitäten. Und hier kriegst du jetzt tatsächlich so ein bisschen innere Führung, mehr Handlungsspielraum auch. Und es geht darum, dass du deine Lebenssituation so ausbauen wirst, dass es stabil und tragfähig ist. Also das haben wir ja hier mit der Sonne, mit den Fischen, mit den Blumen und mit dem Baum hier unten. Das freut mich enorm für euch, ihr lieben Jungfrauen. So fahrt die Energie runter und ihr habt so ein Gefühl der Sicherheit. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.